Herzlich willkommen heute hier zur Lektüre und zum Kommentar des Kapitels 67 des Tao Te Ching, Buch der Weisheit und der Tugend, das uns Lao Tzu vor vielen Jahrhunderten übermittelt hat. Glücklich können wir uns schätzen, dass wir solche tiefen Weisheiten schriftlich übernehmen konnten aus so alten Zeiten, denn das macht uns immer wieder bewusst, dass wir nicht von nirgendwo kommen, dass es vor uns Menschen gab, die auch mit dem Menschsein vielleicht manchmal gekämpft haben. Und vor allen Dingen versucht haben, das Beste daraus zu machen, ihr Leben so zu gestalten, dass es ihnen zu Wohlsein und natürlich Gesundheit verhilft. Denn Gesundheit, ich denke, das kann jeder von uns behaupten, ist der größte Schatz im Leben. Und um Schätze geht es hier in diesem Kapitel 67. Ja, auch Lao Tzu hat Schätze entdeckt bei der Suche nach Weisheit und Tugendhaftigkeit und verspricht dir hier mit diesen drei Schätzen, die er hier offenbart, viel Gutes. Also, setz dich hin, sei wachsam, entspanne dich. Und nimm auf, was da jetzt kommt. Atme ein und lange aus. Atme so lange aus, du kannst. Nur die Leere des tiefen Ausatmens lässt Platz, um Neues zu empfangen. Also atme wieder ein. Und durch den Mund langsam und lange aus. Folge nun meinen Worten. Alle sind sich einig, wenn sie sagen, dass mein Tao groß ist und nichts ihm gleicht. Aber nur weil es groß ist, gleicht es keinem anderen. Wäre es den anderen gleich, dann wäre es längst bedeutungslos. Ich habe drei Schätze, die ich unterstütze und behüte. Der erste heißt Güte, der Liebe. Der zweite heißt Bescheidenheit oder Genügsamkeit. Der dritte Zurückhaltung oder Demut. Güte gibt Mut. Bescheidenheit macht großzügig. Wer zurückhaltend ist, der ist fähig, andere zu führen. Gibt man die Güte für Übermut auf, weicht die Bescheidenheit der Verschwendung und wird die Zurückhaltung zur Gier, bedeutet das, unterzugehen. Die Güte siegt schließlich in jedem Kampf und macht die Verteidigung stark. Denn der Himmel, das Tao, gibt Schutz, weil er den Gütigen beisteht.
Atme ein und lange aus. Nimm nun wahr, wie diese Worte dich bewegen, was sie auslösen in dir, wie du dich jetzt fühlst. Was für Erinnerungen und Gedanken dir kommen. Nimm es wahr. Schreib es auf. Lass dich inspirieren. Und lass uns nun den Text gemeinsam erforschen. Wir haben hier drei schöne Abschnitte für die drei Schätze. Alle sind sich einig, wenn sie sagen, dass mein Tao groß ist und nichts ihm gleicht. Aber nur weil es groß ist, gleicht es keinem anderen. Wäre es den anderen gleich, dann wäre es längst bedeutungslos. Mein Tao ist groß. Was hat es damit auf sich? Wir sind hier wieder in den Gegensätzen. Groß, klein. Auch das wird sich weiter im Text dann verfolgen. Aber was hat es auf sich? Warum ist es so wertvoll, dass Tao groß ist? Was es damit auf sich hat, ist eigentlich relativ einfach zu verstehen. Und zwar, wenn du dich an das erste Kapitel erinnerst, dann weißt du, dass Tao keinen Namen hat. Tao hat keinen Namen, weil es für das Namentliche und für den Geist nicht zu ergreifen ist. Das heißt, es ist so groß, dass unser menschliches Dasein, unsere menschlichen Fähigkeiten es nicht erfassen können. Nicht mit Worten, nicht mit Gefühlen, nicht mit Empfindung, nicht mit Wahrnehmung und nicht mit dem Geist. Dennoch können wir sagen, es ist groß. Wir können auch sagen, dass es eine Einheit ist. Denn ich kann mich als Einheit empfinden, ich weiß aber nicht genau, was das bedeutet. Ich kann mich als ein Ganzes empfinden, kann aber nicht genau definieren, was das ist. Wenn du dir die Frage stellst, wer bin ich? Dann hast du zwar eine Idee, was das bedeutet und was du darunter verstehst. Fängst du aber an, es definieren zu wollen, dann merkst du schnell, dass das so einfach nicht ist und dass alles, was du sagen kannst, nur teilweise zutrifft. Und genau darum geht es hier. Sobald ich etwas benenne, sobald ich etwas definiere, wird es bedeutungslos. Das heißt, es verliert den Zusammenhang mit dem großen Ganzen. Es ist nur noch ein kleines, winziges Teilchen von dem Ganzen, was im Endeffekt keine Bedeutung mehr hat. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden. Denn nur wenn du dich ganz fühlst und wenn du deine Einheit spüren kannst, dann hast du auch Zugang zu der ewigen Quelle der Gesundheit.
Drei Schätze habe ich, sagt er. Güte oder Liebe, Bescheidenheit oder Genügsamkeit, Zurückhaltung oder Demut. Ja, also ich meine, da gibt es ja nun nicht so viel dazu zu sagen. Liebe, das wissen wir, ist lebensnotwendig. Ohne Liebe kann der Mensch nicht leben. Ohne Liebe vergehen wir. Ein liebloses Dasein ist ein Dasein, das zum Tode führt, früher oder später. Bescheidenheit oder schöner gesagt hier mit Genügsamkeit heißt, sich das zu holen, was du brauchst. Genug. Nicht mehr, nicht weniger. Eben einfach genug. Das ist Genügsamkeit. Das heißt, ein Leben ohne Angst. Und Angst ist sicherlich die schlimmste Emotion, die Emotion, die negativste Wirkung auf deine Gesundheit hat. Denn Angst bringt uns in tiefe Bedrängnis. Und diese Bedrängnis löst unheimlich viele komplexe Prozesse im Körper aus, physiologische Prozesse, die negativ auf deine Gesundheit wirken. Also, angstlos leben heißt, genug zu haben, genug zu empfinden, genug zu spüren, das heißt, zu sagen zu können, das ist genug. Mehr brauche ich nicht. Zurückhaltung und Demut. Natürlich ist Demut eine wunderbare Tugend, nicht einfach auszuüben. Oft fällt es uns schwer, demütig zu sein. Und wie oft müssen wir uns daran erinnern, dass wir, je größer wir werden, umso kleiner wir sind. Und je mehr ich mir dieser Begrenztheit, dieser Kleinheit bewusst bin, umso größer öffnet sich mein Zugang zum Ganzen, mein Zugang zu meinem Herzen, das das Leben in mir spüren kann und verteilen kann und somit für meine Gesundheit und meine Kraft wirkt. Das ist Demut. Und weiter geht der Text, Güte gibt Mut, Bescheidenheit macht große Güte gibt Mut, das heißt, wenn ich aus Liebe handle, bin ich zu vielem fähig. Zu vielem, was mir ansonsten unmöglich erscheint. Zu Dingen, die ich nie tun könnte, wenn sie nicht aus Liebe geschehen würden. Bescheidenheit macht großzügig, ja natürlich, denn nur wenn ich etwas habe, wenn ich bescheiden lebe und somit genug zur Verfügung habe, kann ich auch etwas geben. Mangel macht geizig. Und komischerweise sind es nicht die Menschen, die am meisten verdienen oder die viel haben, die besonders großzügig sind. Das gibt es auch, aber das ist nicht proportional. Großzügigkeit hat nicht mit viel Habe zu tun. Großzügigkeit steht in engster Verbindung mit Bescheidenheit. Denn Bescheidenheit ist Demut und wer Demut übt, an sich selbst natürlich, der weiß, dass dazu
viel Großzügigkeit notwendig ist. Demütig bin ich nur, wenn ich großzügig mit mir selbst umgehe, das heißt mir verzeihen kann, wenn ich mein Herz öffnen kann. Zurückhaltung gibt dir die Fähigkeit, andere zu führen. Wenn andere folgen dir wirklich von Herzen, wenn sie spüren, dass sie einen Platz haben. Und den bekommen sie, weil du ihn ihnen lässt. Ein Geben und Nehmen. Zurückhaltung in der Beziehung. Zeig dem anderen, dass er einen Platz hat an deiner Seite. Und dadurch kannst du ihm etwas geben, das heißt ihn führen. Nun ja, und dann erklärt der Text, wie es ist, wenn man nicht gütig, nicht bescheiden und nicht zurückhaltend lebt. Das bedeutet, unterzugehen. Ja, natürlich, denn wenn ich übermütig bin, wenn ich verschwende und wenn ich gierig bin, dann lebe ich nur mit negativen Gefühlen. Tja, das ist leider sehr oft der Fall in unserer heutigen Gesellschaft. Vielleicht war das auch schon immer so, das weiß man ja nicht so genau. Auf jeden Fall ist es offensichtlich, dass viele Dinge nach dem Außen gerichtet sind und somit Gier schüren, Übermut fördern und Verschwendung mit sich bringen. Dazu brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Da fallen mir sicher viele Dinge ein dazu. Viele Beispiele, viele alltägliche Beispiele. Und natürlich hat das alles mit deiner Gesundheit zu tun. Denn diese drei Dinge, wenn du dein eigenes Haus, also deinen Körper, dein Du, dich, die oder der dort in diesem Körper lebt, wenn du gut haushalten kannst, dann heißt es, dass du gesund bist, dass du ganz bist, dass du ein Ganzes bist, das gesund und mit Wohlsein auf dieser Erde existieren kann. Denn der Himmel, das Dao, gibt Schutz, weil er den Gütigen beisteht. Erinnere dich, der Zugang zum Dao oder ein Schlüssel zum Dao ist die Güte, das heißt, das sich öffnen können. Dort, wo du dich öffnen kannst, wirst du zu einem Ganzen. Dort, wo du loslassen kannst, wo du dich entspannen kannst, wo du dich frei machen kannst, wirst du zu einem Ganzen, das Lebenskraft aus dem großen Ganzen, aus dem Tao schöpfen kann. Das wünsche ich dir und dabei kann ich dir helfen, wenn du das möchtest und gebe dir hier somit eine Kontaktmöglichkeit. Denn natürlich kann ich mir für dich nur wünschen, dass auch du in Weisheit und Schönheit und frei von allen Dingen, die dich von diesem Ganzen trennen, leben kannst. Und ich weiß, dass das nicht so einfach ist. Ich freue mich auf dich und wünsche dir viel Spaß. Bis bald.